Wollt ihr bleiben und dieses Gespräch bei einem Abendessen weiterführen? Vielleicht kann ich euch überzeugen. Wenn ihr es wünscht, aber ihr werdet meine Meinung nicht ändern. Naja. Mein Tisch mag keine Herausforderung für die berühmten Feste eures Konsul Lucullus sein, aber ich verspreche euch, mit meiner Küche nicht zu enttäuschen. Kommt, Stephanos. Wir werden alle Vorbereitungen treffen. Bitte, bleibt hier, Legate. Okay. Das wird uns mit eurer Erlaubnis werde ich die Gladiatoren besuchen und mir einen Eindruck von ihrer Stimmung machen. Wir könnten vielleicht ein bisschen Ärger anfachen. Guter Plan. Genießt euer Mahl, Legate. Und vor allem noch viel wichtiger, genießt den Loot. Wenn ihr schon... Das ist genug Übung für heute. Schaut, dass ihr genug Essen und Schlaf bekommt, damit ihr für die Spiele morgen bereit seid. Okay. Redet mit den Gladiatoren. Ja, würde ich ja sehr gerne. Aber erstmal muss ich Dinge looten. Weil es wichtig ist. Loot ist immer gut. Oder so. Ach, darf ich jetzt hier rein? Ihr dürft hier nicht rein! Ich bin ein Gladiator. Es ist für unsere Gladiatoren! Dämlicher Narr! Na, dann töten wir ihn halt. Jupp, der dämliche Narr hat dich gerade umgebracht. Kommt schon! Nur ein paar Runden! Das schafft ihr! Nein! Ihr wollt mich demütigen. Ich habe heute schon den ganzen Tag gekämpft. Ihr wisst, dass ich müde bin. Ihr seid eine mächtige Kriegerfrau. Warum habt ihr Angst vor mir? Die Zerstörerin von Männern. Kommt schon. Ich sage nein. Ich will essen. Ich hab hier direkt was zum Essen für dich. Miststück. Du Stück Scheiße! Verdammte Hure! Das wirst du bereuen. Okay. Na dann, haben wir irgendwas? Nichts, was uns so direkt bringt. Er hat 12 Punkte. Ja. Leider haben wir nur den Einkauf. Autsch. Ah, sie hat ihn umgeniedet. Sehr schön. Das ist fein. So. Ja. Schnell weg. Nur so, nicht vorher. Euer Zug, ich kann gerade nichts tun. Sehr gut. Dann vielleicht das hier, hinterleger Angriff. Ist das der letzte von Ihnen? Wirklich? Damit hast du deine Moral verloren. Und verblutest. Sehr gut. Scheiße. Das war ein geschickter Angriff, den hat er nicht kommen sehen. Hier geht wie eine Katze und schlagt zu wie ein Nashorn. Sie hatten keine Chance. Es war furchtbar. Sie werden mir morgen wehtun. Wer seid ihr? Also ich glaube, die drei, vier werden das nicht tun. Ehemaliger
Gladiator. Ihr kämpft gegen Bestien? Ja, das habe ich früher. Heute kämpfe ich gegen Bestien. Warum seid ihr hier, Tabat? Bildet ihr jetzt Gladiatoren aus? Ich bin wegen mit der römischen Legion hier. Euer Lannister hat sich gegen Rom gewandt. Ich würde ihn gerne töten und ich denke, das sollte mir helfen. Meine Legion wird diesen Ort einnehmen, aber zunächst werden wir euren Lannister töten, weil er uns verraten hat. Wollt ihr helfen? Mach was. Ihr redet nicht um den heißen Brei herum. Das gefällt mir. Mein Name ist Deianira. Ich muss euch fragen, was passiert mit uns, wenn der Lannister tot ist? Ihr seid in der Legion willkommen. Ihr dürft gehen und euren Weg bestimmen lassen. Na, ich würde sagen, Bürgerrecht. Eure Legion, ihr kämpft gegen Mithridates? Ja. Ich bin Skythin aus dem Osten. Mein Volk kämpft gegen Pontus. Pontus fängt uns als Serve, verkauft uns an Griechenland. So bin ich hier. Ich werde euch helfen, Tabat. Andere Gladiatoren, ich bin ihnen wichtig, wie kleine Schwester für sie. Sagt mir, was ist euer Plan? Wir haben Folgendes vor. Was auch immer, ich habe keine Ahnung. Eigentlich wollten wir erstmal looten und dann gucken. Was denkt ihr? Das Essen war so gut wie versprochen, oder? Es wird mehr als ein gutes Mahl brauchen, um den Verrat an die Republik wieder gut zu machen. Das war hervorragend. Also Wasser ist ein schönes Detail. Danke für eure Gaststoff. Das Essen war in Ordnung. Es war zu griechisch für meinen Geschmack. Ich mag es nicht, wie er Fleisch würzt. Nee, auch töten. Ja, ich würde sagen, Ach, kommt schon. Gebt euch wenigstens ein paar Minuten zur Verdauung, bevor wir uns wieder der Politik zu... Domine! Die Gladiatoren randalieren! Jetzt? Wirklich? Wartet einfach ab, bis das an Fahrt verliert. Und schleift sie zurück in die Zellen, wenn sie fertig sind. Dieses Mal ist es anders. Sie arbeiten zusammen. Unmöglich. Ruft die Miliz. Das will ich persönlich sehen. Tja, Teil und Herrsche funktioniert nicht mehr, wenn die Teile nicht mehr wollen. Klingt, als wäre Bestia fleißig gewesen. Ich habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht. Ich fürchte, da haben wir gerade das Signal verpasst. Nutzen wir das Chaos, um uns damit auszukommen. Hoffentlich hat Bestia die Lage da unten unter so etwas wie Kontrolle. Für den Fall, dass es nicht so ist, sollten wir nicht trödeln. Ja. Sie sind hier, um uns aufzuhalten. Zeigt ihnen, was ihr gelernt habt. Gut. Die Zeit für Übungskämpfe ist vorbei. Gut, wir haben hier oben ein paar. Wir haben hier ein paar. 4, 5. Du kannst dich nur bis dahin bewegen. Das ist aber okay. Ihr habt zwar nicht alle Schilder, habt ihr nicht alle. Du hast einen Stab. Du hast das Schild. Du kommst aber nicht weit. Versammeln wir uns erstmal hier. Und du kannst den Bogenschützen schon mal angreifen. Das ist doch schon mal angenehm. Mit einer Blutung. Das ist sehr gut. Ja. Bewegt euch als Einheit! Oh, ich hab dich da unten vergessen. Hinter mich, los! Ich halte sie auf! Du bist das Hauptziel, alles klar. Das dauert noch ein wenig, bis der gegnerische Verstärkung ist. Sind das die Kerle, die wir verprügeln sollen? Nein, da ist die gegnerische Verstärkung. Gut. Du hattest natürlich auch schon mal. Ich bin ohne Stoß. Okay. Dich kann ich nicht zum Looten bringen, weil du bist leider. Wie soll ich sagen?
ein bisschen zu weit weg. So. Abgewehrtes Dorf. Wie weit, welche Reichweite hast du? Auch nur eins. Könnt ihr noch irgendwas tun? Nein. Ja, den Schaden habe ich aufgenommen. Ich vermute mal, der Bogenschütze wird da gleich reinkommen und dann werde ich ihn erwischen. Unter den Bedingungen überlasse ich doch mal die euch und verschwinde hier. Und die beiden kümmern sich mal hier um den Bogenschützen und gegebenenfalls um die drei da drüben. Ja, die kommen halt nicht durch seine Rüstung. Das Problem hätte ich nämlich auch gehabt. Okay, der Bogenschütze verblutet einfach, das ist okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ach, zünd mich halt doch nicht an. Das ist doch... Das ist doch gemein. So. Du stirbst. Kannst du Bluten verwirren? Ja, kannst du. Du kannst ihn da sogar treffen, das ist sehr gut. Du blutest, finde ich sehr angenehm. Du kommst da nicht hin, du kommst da nicht hin. Du kommst da hin. Ach, ich hätte hier noch einen Logistik. Nein, kann ich gar nicht. Ich brauche dich da draußen, weil du kannst Rüstung zerfetzen. Du brennst, oder? Nein. Du brennst nicht. Du blutest nicht. Alles gut. Aber du kannst bluten. Dich komme ich da dann nicht. Heult wie der Hund, der ihr seid. So. Dann stellen wir uns da hin, weil egal in welche Richtung er rennt, er wird auf jeden Fall mal geschlagen. Oder er verblutet einfach direkt. Ich sehe sie. Schnappen wir uns diese Dreckskerle. Zwei Runden bis zur Gegnerverstärkung. Ich kann dich nicht näher ranziehen. Ich kann dir aber nur mit dem Blut verpassen. Ah, du kannst dich gerade auch nicht mehr bewegen. Das ist ja doof. Dafür kannst du jetzt nochmal Rüstung weghauen. Und Schaden machen. Leider nicht ausreichend Schaden, aber ein wenig was. Vielleicht reicht es ja irgendwie so wieder Blut holen. Dann rennst du mal da runter. Du kommst nirgendwo ran. Du deine Deckung. Du hast noch volles Leben, dann rennst du ein Stück weiter. Dich hätte ich gerne weggezogen. Kann ich aber nicht. Wirkt unerschöpflich. Bewegung ist unbegrenzt. Jetzt kann ich dich wegziehen. Du
Charakter ist festgehalten. Ich kann mich unendlich bewegen, aber nicht bewegen. Er ist verblutet. Schlagwachen zurück. 3 verbleibend. Die können aber meinen Hauptcharakter nicht erreichen. Der ist damit quasi safe. Und die zusätzlichen Jungs, die da rumsterben, die sehe ich eigentlich nicht. So. Mir scheint, wir sind beinahe am Ende angelangt. Ja, das sind wir. So. Kriegst du noch eins übergebraten? Und noch eins. Naja, noch 4 Schaden. Schade. Du gehst in Deckung. Du gehst in Deckung. Kannst du noch irgendwas tun? Nein. Du kannst doch mal fix draufhauen. Na dann. Du hast ja einen erledigt, das heißt, du hast deinen Fokuspunkt wieder bekommen. Und damit habe ich diesen einen Typen erledigt. Und er steht wieder auf. Das war Wahnsinn. Ich habe so lange darauf gewartet. Lasst es uns diesem Schwein zeigen. Ich will seinen dummen Blick sehen, jetzt wo er besiegt ist. Ihr habt meine eigenen Gladiatoren gegen mich eingesetzt. Versteht ihr denn nicht, in welche Gefahr ihr uns alle gebracht habt? Steht auf, Lannister. Alles, was heute Nacht hier geschieht, habt ihr zu verantworten. Solche Kleinigkeiten sind mir egal. Wir sind im Krieg und helfen dem Feind. Es ist beinahe zu perfekt, oder? Ihr müsst zugeben, es war ein Meisterstück von uns. Haltet euren Mund oder ich schneide euch die Kehle durch. Ja, es war ein Meisterstück. Ihr seid genial. Und in eurer Genialität werdet ihr euch eines Tages selbst in den Tod oder die Republik in den Untergang treiben. Nein. Wir haben genug von euch gehört, Damianos. Ihr solltet jetzt ruhig sein und dem Tod wie ein Krieger begegnen. Tötet ihn nicht. Er verdient ein schlimmeres Schicksal. Er sollte erfahren, wie es ist, ein Servus zu sein. Was denkt ihr? Ihn zu töten wäre die sicherste Lösung. Er verfügt in dieser Gegend über einiges an Macht. Wenn wir ihn am Leben lassen, werden die Einheimischen vielleicht versuchen, ihn zu befreien. Sollten wir ihn verschonen, sind wir raus? Die Arbeit als Servus wird ihn Bescheidenheit lehren. Er ist lebendig mehr wert und das würde ihm die Gelegenheit geben, für seine schlechten Entscheidungen zu sühnen. Und Kaizo, was sagst du? Für den Krieg spielt es keine Rolle. Die Strafe Verrat ist der Tod. Er muss sterben, aber sollte durch eure Hand sterben, Gladiator. Ihn versklaven. Sehen wir, wie ihr sein langes Leben am Ende der Kette genießen werdet. Ihn gefangen nehmen, ihr werdet wertlos als Servus. Wir werden euch gefangen halten, bis der Krieg vorbei ist und dann werdet ihr noch um in der Gerechtigkeit stellen müssen. Ja, mach das so. Ich werde diesen dämlichen Narren zurück ins Legionslager bringen. Wir sehen uns dort. Also sind wir jetzt frei. Aber wir haben nichts. Ich werde mich euren Legionen anschließen, falls ihr mich nach Rom bringt, wenn der Krieg vorbei ist. Ich bin übrigens Cosa. Ich bin Deianeira. Es freut mich. Woher stammt ihr? Skythia. Ein Land im Norden und Osten von hier. Ein weites Land voller Steppen. Das ist ein griechischer Name, der Name eines Gladiators. So ist es. Lannister gab ihn mir. Er bedeutet Zerstörer von Männern. Ich glaube, ich behalte ihn. Was ist euer echter Name? Der Name passt. In gewisser Weise haben Namen Macht. Ein neuer Name bedeutet einen neuen Anfang. Habt ihr kein Zuhause, zu dem ihr zurück wollt? Wollt ihr meiner Prätorianergarde beitreten? Würdet ihr Befehle direkt von mir erhalten? Ihr gebt die Befehle. Ich kämpfe für euch. Ihr zeigt mir Rom. Wir wissen, dass sie im Kampf nur schwer zu bezwingen ist. Und Kalida hat uns ja schon gezeigt, dass Frauen durchaus das Kriegshandwerk verstehen. Es wäre nicht das Schlechteste, eine andere Frau als Gesellschaft zu haben. Warum wollt ihr nach Rom? Habe viel davon gehört. Ist das Zentrum der Welt, oder nicht? Breite Straßen, Gewürze, Stoffe, Wein, all das will ich. Na gut, dann willkommen. Gut. Wir gewinnen zuerst Krieg. Schnell. Dann gehen wir nach Rom. Ihr werdet noch froh sein, dass ihr mich mitgenommen habt.
Es mag sein, dass ihr einige von euren skythischen Eigenheiten ablegen und lernen müsst, in einer römischen Formation zu kämpfen. Wisst ihr viel darüber, wie Skythen kämpfen? Ihr werdet sehen, dass unser Kriegshandwerk viel organisierter und effizienter ist als das, was ihr gewöhnt seid. Willkommen im Krieg, Deianeira. Wir werden uns gut um euch kümmern, keine Sorge. Noch eine weitere gewalttätige Fremde mit fragwürdiger Moral, die sich unseren Reihen anschließt. Ich bin mir ja nicht sicher, ob das weise ist. Alles, was ich besaß, wurde mir weggenommen, als ich gefangen genommen wurde. Falls ihr Waffen und Rüstung übrig habt, wäre das gut. Ja. Apropos Waffen und Rüstung. Ich glaube, hier liegen ein paar rum.